Ladstein, darf ich meine Freude darüber ausdrücken, Sie wieder zurück auf Schloss Königsbrunn zu wissen. Lügen Sie nicht, Justus. Herzlich willkommen zu Hause. Danke. Keine Sorge, da musst du nicht allein hoch. Doch, ich muss es ja ab morgen auch ohne dich schaffen. Nein, musst du nicht. Ich habe es extra so eingerichtet, dass ich in den nächsten Tagen sehr viel von zu Hause aus arbeiten werde. Meinetwegen? Nein, weil das Essen hier besser ist. Natürlich deinetwegen. Ich muss doch überprüfen, dass du dich auch wirklich schonst. Versprochen. Versprochen? Was heißt das? Keine Arbeit? Kein Stress? Du weißt ganz genau, was die Ärzte in der Reha gesagt haben. Du hast Riesenfortschritte gemacht, aber jetzt heißt es Geduld haben. Die nächsten Tage gehören nur Emma und dir. Ihr seid das, was zählt. Die neue Tanja will Erfolg, aber nicht um jeden Preis. Die neue Tanja ist tough, aber nicht skrupellos. Und die neue Tanja will dich und niemanden sonst. Ich hoffe allerdings, die neue Tanja küsst noch so ein bisschen wie die alte. So, so, die Wiederauferstandene. Eben noch auf der Intensivstation und schon wieder die Zunge in einem Ladstein. Wie viel Leben hast du eigentlich, Tanja? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Ansgar. Ich habe befürchtet, du verrottest im Knast. Befürchtet? Ob du es glaubst oder nicht, du hast mir gefehlt. Was haben die mit ihrem Krankenhaus gemacht? Gehirnwäsche? Vermutlich. Na schön. Wenn ihr beide miteinander fertig seid, sollten wir beide uns mal ganz intensiv austauschen. Ich habe was für dich. Ein richtig dickes Ding. Was genau will er? Was auch immer. Sprüche klopfen und Spielchen spielen. Ansgar, wenn es um die Scheidung geht, ich habe dir gesagt, dass ich keine Ansprüche stelle. Die Scheidung ist mir egal, die ist durch. Ich frag mich nur, warum du nicht versucht hast, mich auszunehmen. Ich habe alles, was ich brauche, meine Familie. Tanja, Tanja, manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um dich. Ach, wirklich? Wolltest du nicht alles aufgeben und mit Eva ein neues Leben beginnen? Wer hätte das von dir gedacht, du altes Chamäleon? Es tut mir leid, dass du sie verloren hast. Weswegen ich dich sprechen wollte. Ich habe Tristan bei LCL rausgeschmissen. Also mich hat gewundert, dass du ihn überhaupt auf den Posten gesetzt hast. Ich hatte meine Gründe seinerzeit. Interessiert dich, was aus der Firma wird? Na, sag schon. Wen setzt du mir diesmal vor die Nase, Ansgar? Ich möchte, dass du Geschäftsführerin wirst. Bittest du mich gerade um Hilfe? Hab ich gerade bitte gesagt? Es ist deine Firma. Ich meine, du hast sie geprägt. Niemand ist geeigneter für diesen Posten als du. Du bittest mich um Hilfe. Es sollte doch zuerst mal in deinem Interesse Ansgar. Sein. Ja, also gut, ich habe keine Lust, mich mit diesen Models und Kreativen und diesen ganzen Spinnern rumzuärgern. Und irgendeiner muss den Job ja machen. Ich habe Sebastian versprochen, mich zu schonen. Ach, jetzt komm schon, er kennt dich. Er weiß, dass du keine 3 Tage ohne Arbeit aushältst. Okay, ich mach's. Aber niemand redet mir in meine Entscheidung rein, du schon gar nicht. Ich bin froh, wenn ich mit diesem ganzen Modezirkus nichts zu tun habe und mich nur noch um die Zahlen kümmern muss. Außerdem vertraue ich dir, geschäftlich. Du wirst die Konkurrenz schon wegbeißen. Gebissen wird nicht mehr, ich mache jetzt auf seriös. Mach's, wie du willst, Tanja, aber mach's erfolgreich. Also, willkommen zurück. Dass du es zu Hause nicht lange aushältst, aber dass es nicht mal 3 Stunden sind. Du weißt doch, wie das ist. Einmal LCL, immer LCL. Tanja, ich weiß, was dir der Laden bedeutet, aber du hast 3 Monate im Koma gelegen. Also wenn überhaupt, dann... Dann nur mit halber Kraft, versprochen. Und du weißt ja... Ja, ja. Tough, nicht skrupellos. Wie Sie sehen, ich bin wieder zurück, etwas früher als erwartet, aber wie gewohnt mit vollem Elan. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich möchte Sie nicht länger von Ihrer Mittagspause abhalten. Danke.
weiß nicht, was die alle haben. Auf mich hat sie gerade einen sehr netten Eindruck gemacht. Du siehst vielleicht ihre Krallen nicht, aber sie sind trotzdem da. Ich mach Mittag. Von Lahnstein, richtig? Sie müssen Tore Hellström sein. Genau. Ja, ich wusste nicht, dass Sie das so schnell... Nee, wer da bin, das sehe ich. Ja, naja, ich musste ja irgendwo hin. Aber irgendwo wird sich sicherlich noch freies Plätzchen für Sie finden. Sie verstehen nicht so ganz, das ist mein Büro. Wir finden bestimmt einen Weg, wie es wieder zu meinem wird. Sie wollen mich rauswerfen. Und warum sagen Sie das nicht einfach? Ich bin ein kooperierendes Wesen. Ich will ja keinen Krieg anzetteln. Ich will nur mein Büro zurück. Gut, ich suche mir was anderes. Danke. Ach, und nachher würde ich ganz gerne mit Ihnen über ein paar Entscheidungen sprechen, die während meiner Abwesenheit getroffen wurden. Unter anderem über die Auswahl des Kampagnengesichts. Giselle, gibt's da ein Problem? Wir finden eine Lösung, mit der wir beide leben können. Reden hilft. Giselle, darf ich dir Tanja von Lahnstein vorstellen? Sie wird ab sofort wieder die Geschäftsführung übernehmen. Das ist Giselle, das Gesicht unserer nächsten Kampagne. Es freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Ja, ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie für uns arbeiten. Vielen Dank. Als eins der Models für den Laufsteg. Wie bitte? Oh, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Das ist eine strategische Entscheidung. Wir werden den finanziellen Verpflichtungen natürlich nachkommen. Es wird kein Verlust für Sie entstehen. Moment mal, ich habe einen Vertrag. Herr Hellström hat mich engagiert und er hat entschieden, dass... Er hätte es aber gar nicht entscheiden dürfen. Wie gesagt, es tut mir leid für Sie, wirklich. Ich will, dass Sie sich bei Giselle entschuldigen. Ich wüsste nicht, dass ich in irgendeiner Weise ausfallend geworden bin. Ganz im Gegenteil, Sie kriegt einen goldenen Fallschirm. Ich bin für die Auswahl der Models zuständig. Das war vielleicht früher mal anders. Das war früher anders, ja, und jetzt ist es wieder so. Was haben Sie gegen Giselle? Sie war ein erfolgreiches Model vor 10 Jahren. Ihre Zeit ist abgelaufen. Wer bucht sie noch außer uns? Ja, aber wir wollen doch auch kein Model, das von aller Welt gebucht wird. Wir wollen was Besonderes. Und Giselle ist was Besonderes. Sie ist 30. Mindestens. Und mit Verlaub, das sieht man auch. Die meisten unserer Kunden sind auch über 30. Aber sie wollen nicht daran erinnert werden. Sie wollen sich fühlen wie eine 20-Jährige. Ich werde Ihnen 2, 3 Alternativvorschläge machen. Ich bin mir sicher, gemeinsam finden wir ein junges, unverbrauchtes Model, was wunderbar in Ihr Konzept passt. Ich brauche Sie als Partner hier. Sie haben mich nicht richtig verstanden, Frau von Lahnstein. Ich entscheide über das Gesicht der Kampagne. Mir wurde in allen kreativen Entscheidungen freie Hand zugesichert. Das bedeutet, Giselle bleibt. Herr Hellström, wie lange sind Sie hier? Ein paar Wochen? Ich habe diesen Laden über Jahre hinweg aufgebaut. Dank mir ist LCL das, was es heute ist. Und es liegt vor allem daran, dass ich mir meine kreativen Entscheidungen nie habe reinreden lassen. Ja, das halte ich ganz genauso. Deswegen lassen Sie mich doch einfach weiter meine Arbeit machen. Ich habe keine Lust auf diese Auseinandersetzung und sie führt auch irgendwie zu nichts. Wie wär's, wenn wir die ganze Angelegenheit mit Ansgar von Lahnstein besprechen? Ja, gute Idee. Gute Idee.
Ansgar, wir müssen mal gerade kurz was klären. Herr Hellström hat ein Model als Aushängeschild für LCL auserkoren, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ja, was habe ich damit zu tun? Sehr viel, wenn die Umsätze in den Keller rasen. Giselle ist ein Auslaufmodell, die hatte ihren Höhepunkt vor 10 Jahren. Was interessieren mich die Höhepunkte irgendeines Models, es sei denn, ich verursache sie selbst. Schön, dann anders. Herr Hellström ist gerade dabei, seine Kompetenzen zu überschreiten. Er hat bestimmt hervorragende Arbeit geleistet, während ich nicht da war. Aber jetzt bin ich zurück. Erklär ihm, wie der Laden läuft mit mir an der Spitze. Sie haben mir vertraglich zugesichert, dass ich sämtliche kreative Entscheidungen unabhängig von der Geschäftsführung treffen darf. Das würde ich auch gern weiterhin tun. Zusammen mit unserer Chefdesignerin Rebecca von Lahnstein. Das ist absurd. Sie können gerne meinen Arbeitsvertrag schauen. Schön, dann ist alles geklärt. Sie treffen die kreativen Entscheidungen. Tanja, du bist Geschäftsführerin. Sag mal, spinnst du? Du hast mich gerade erst zurückgeholt. Ja, ganz recht. Und ich kann es mir auch anders überlegen und euch beide rausschmeißen, wenn ihr mich hier weiter nervt. Kann ich jetzt in Ruhe weiterarbeiten?